beim letzten Mal in Tales of Arise. Boah. Hey Lord, bist du bereit zu gehen, oder was? Ich hatte eine Idee. Würdest du... Oh, na hallo, Hübscher. Ist das dein Freund? Was? Ja, wir beide reisen zusammen. Sag mal, du hast nicht zufällig gerade etwas Zeit. Ich bin fast fertig für heute. Sorry. Tut mir leid, ich hab noch was zu erledigen. Ein paar Leute warten auf mich, also außerdem, glaube ich, Sharon macht mich den Kopf kürzer, wenn sie das hier erfährt, also... Oh, echt? Ach, das ist aber schade. Ich finde dich irgendwie süß, um ehrlich zu sein. Uniform. Oh, stimmt, natürlich. Hier ist die Uniform, die Buggy bestellt hat. Thanks. Vielen Dank, meine Dame, wir sehen uns. Gut, lass mal wieder was von dir hören, Hübscher. Och, armer Law. Aber ich glaube, Looks wir... Looks like we're done here, Alvin. Yeah. That was too close. Oh, das war verdammt knapp, ja. Shion, hier ist nichts. Hier ist nichts passiert. Überhaupt nichts ist hier passiert. Und nun zurück zur Rebellion. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Ja, beim letzten Mal haben wir nochmal ein paar Sidequests erledigt. Unter anderem für unseren Bauern hier. Der hatte uns ein bisschen Klamotten gegeben. Ich nehme mal an, Kostüme oder so. Werden wir gleich rausfinden, was das war im Detail. Und unser nächstes Ziel ist, finde ein Schiff. Das heißt, wir werden jetzt wieder zur Werft zurückkehren. Aber wir schauen mal eben in die Outfits rein. Das dürfte für Law gewesen sein, ha? Was haben wir denn da so Schönes? Ja, Bauernkleidung. Okay. Aha. Dann haben wir die wolflose Weste, die rot-schwarze Wolfsweste und die grüne Wolfsweste. Okay. Die Bauernkleidung ist ja süß. Mit einem Schweinchen dran. Na super. Na, ich weiß ja nicht. Gut, ja. Wir beenden damit anscheinend unseren Schulausflug. Denn ich möchte mich dem Mainquest weiter widmen. Und wir machen in Mahaxa zur verbotenen Werft. Und schauen mal, was da so auf uns wartet. That was quite the little adventure we went on. Ich habe übrigens so nebenbei mal spoilerfrei nachgeguckt, wie das mit den Sidequests so aussieht. Es ist so, dass man, egal wie weit man in der Story fortschreitet, auf jeden Fall keine Sidequests hat, die dann nicht mehr verfügbar wären. Also es kann nichts verpasst werden, so wie ich das verstanden habe, auch an Sidequests nicht. Deswegen, ja, machen wir jetzt erstmal mit der Main Story weiter. Chase after every little thing. Und es sieht so aus, als wäre das Schiff zurück. Ich habe da so eine Ahnung, wir werden wahrscheinlich gleich auf das Schiff springen. Dann lasst uns doch mal das passende Outfit anlegen. Ach, da sind sie doch hier, die heldenhaften Surfer-Shorts. Diesmal in Rot. Ja. So, Shion, du bekommst deine Schwimmbekleidung in... Ja, warum nicht das? Du bekommst deine Badehose. Auch in Dunkel vielleicht. Du bekommst die Schwimmkleidung. Auch in Dunkel. Wir machen mal eine dunkle Runde hier. Aber du solltest das Topfbarett abnehmen. Schwimmfrisur. Schwimmfrisur. Wieso denn eigentlich nicht? Er bekommt auch seinen Surferanzug. Was? Neoprenanzug. Das ist für mich eigentlich auch ein Surferanzug. Orange-Schwarz, das passt doch eigentlich. Und auch unsere hitzige Lehrerin schwingt sich jetzt wieder in ihrem Bikini. Wollen wir es mal riskant machen? Ja, komm, wir machen es mal riskant, oder? Na los. So, hat jetzt noch irgendjemand eine Kopfbedeckung, die jetzt nicht mehr zum Baden passt? Nö. Gut. Dann können wir auch aufs Schiff, denn falls wir vom Schiff fallen, es ist so zumindest leichter, nicht zu ertrinken, wenn wir passend gekleidet sind. Und guckt mal, ich hab's doch geahnt, das ist das gleiche Schiff. Schaut mal, wer da überlebt hat. Well, if it ain't the Blazing Sword and his merry crew. Mahavar? I can't believe you're still alive.
course I am! If you landlubbers can make it out of that sinking ship alive, ain't no reason an old sea dog like me wouldn't too! Yeah, but that wave hit hard. I'm glad to see you're okay. Sorry we put you in so much danger back there. All water under the bridge at this point. You helped make one of my life's dreams come true. The ship, on the other hand, she took a bit of a beating, though, I'll admit. Really? What happened to it? It looks fine to me on the outside. She's fine now, but she was in rough shape when I made it back here. Engine chamber gave up the ghost. Without a lot of options, I decided to talk to the head honcho of the Dark Wings and see if he could help at all. And wouldn't you know it, Crazy Fool sent over Renan engineers to help. Can you believe it? The shit? Renan? Yep. Said they came from Menencia. They were real professionals. Did what they needed to and didn't give me guff or anything. I was damn near floored. So they did the work themselves. Good on them. Well, they did a bang-up job, because she's better than ever now. Speaking of which, I take it she's why you're here? Yes. We need to get out on the ocean, and fast. When can we set sail? Give the man a minute to think it over, Alfin. He hasn't even said yes yet. It's all right, little lady. I'm a man of the sea. I'll gladly help. Hop aboard, folks. Ha, der alte Seebär ist also noch topfit. Na wundervoll, na dann lasst uns das doch machen. Und wieder einmal setzen wir Segel und fahren hinaus aufs Meer. Nur diesmal mit einem ganz anderen Ziel. Nämlich dem Dingen, also vermute ich mal, wir fahren jetzt zu dem Ding, was da von Lennigis herabkam. Oh ja. Tatsächlich. This thing already looked plenty huge from afar. Seeing it up close makes it really hit home. I didn't expect the journey to go so smoothly. I figured the Renans would send something to sink us. Maybe they didn't think we had the nerve to come. Somehow I kind of doubt that. It's entirely possible they don't see us as a threat. What do you mean? That they think they're beyond our reach. Still, this structure is quite the unusual sight. Truth be told, never seen anything like it. You're right. It doesn't look like the buildings on Lennigis at all. Or like any Renan structure for that matter. It's weird. It doesn't feel like the kind of thing that has people inside either. Yeah, it's definitely something creepy. What the hell is it even made of? I don't know. It's not mechanical or biological, but it's definitely alive in some way. Grünwell? Alles okay? Xion? I'm okay. It's nothing. Well, what do we do now? Seid ihr sicher? We have to stop this thing from siphoning off all of Dana's astral energy. That means finding the core and smashing it to bits. Okay, but look at the size of it. I don't know if we'll find the core just wandering around. Good point. Can anyone get a read on the astral energy around us? Any kind of a sign? There's a rather enormous flow of energy moving directly upwards. If we wish to follow it, we'll have to do some climbing. Rinwell? Rinwell? Over there? Hey, what's up with you? Huh? I... You okay? What happened? I'm not sure. When I was reaching out to the astral energy, I thought I heard a voice. A voice? Yeah. I couldn't make out any words, but it sounded like it wanted me to come to it. This seems like a trap, right? It's not a trap! How can you tell? Listen, I don't know why, but when it spoke to me, I knew it wasn't hostile. What do you think?
It could well be a trap. However, it's also our only real option, short of wandering aimlessly about. Let's trust Rinwell on this. You sure? Yeah. It beats the alternative, I guess. What did I say? Sheesh, it's like walking on eggshells around here. Ugh, Law. Sometimes you have to choose your words more carefully, Law. Huh? Oh, right. Ja, hat Kisara recht. Das war jetzt ein bisschen forsch. So, wir haben einen neuen Titel für Rinwell. Und was bekommt sie denn? Eine Kreuzklinge, ha? Stufe 3 Windarter, ha? Verstärkte Magieaufladung? Ja. Wieso eigentlich nicht? So, jetzt müssten wir aber mal gucken, haben wir denn eigentlich 12 Pfirsich-Gelees, 11 Zitronen-Gelees, 5 Ananas-Gelees, 5 Orangen-Gelees. Schmankerl, Kraftschmankerl, Omega. Wir haben noch Salbei, Rosmarin und Lavendel, das können wir mal verteilen. Die maximale KP. Tja, es wäre nicht schlecht, wenn unser Heiler so lange wie möglich durchhält. Angriff verstärken, ha? Es wäre eigentlich auch Schion. Sag mal, Rosmarin. Elementarangriff. Es wäre doch eigentlich was für Rinwell eher, oder? Gut. Okay. Na, dann schauen wir mal, ob uns das so weit langt dann hier. Wir hätten zwar noch ein bisschen Geld, aber allzu viel können wir dafür auch nicht kaufen. Deswegen haben wir jetzt eigentlich 3 Tränke des Lebens. Das ist jetzt nicht so viel. Also mal aufpassen. Okay. Gibt es irgendwas einzusammeln? Nicht wirklich. Sieht hier auch nicht so aus. Nichts so richtig zu machen. Der Keil. Das kann ja was werden. Das sieht ja sehr, sehr gemütlich aus hier. I see that the interior of the wedge is every bit as strange and unusual as the exterior. Intriguing. If I didn't see it come from Lenegas, I wouldn't believe it was Renan. Just what's with this place? Yeah, it's all twisty and lumpy. Whatever it's all for, I'm stumped. Ich wüsste es auch gern. Nee. Das gefällt mir ja nicht so. Wir haben doch hier. Warte mal, wie ist denn das eigentlich aufgebaut? Okay, hier geht's weiter und hier geht's weiter. Und diese beiden außen, die sind Sackgassen. Dann lasst uns die doch erstmal angucken. Wo soll ich denn hier bitte? Ach. Kann ich hier hochklettern? Ja, tatsächlich. Okay. Dann will ich mal nicht so sein. Und hier geht's schon in den ersten Kampf. Mal gucken, mit was wir es hier zu tun kriegen. Uiuiui. Don't be such a pessimist. Oh, warte mal. Haben wir hier eine Windschwäche bei denen? Da muss ich doch mir mal was angucken. Also das hier wäre erstmal... Okay. Habe ich vielleicht irgendwas? Also Erde brauche ich dann wahrscheinlich nicht nehmen. Habe ich nicht noch mehr Wind?
Da hätten wir noch Wind. Habe ich noch mehr Wind? Dann packe ich mir das nämlich alles auf das erste Set. Ja, ja. Nee, das ist der, den ich schon drin habe, den rauen Wind. Gut, also erstmal nicht. Aber Erde kann ich trotzdem rausnehmen eigentlich. Dann lass mal, weiß ich nicht, den Azursturm mit reinnehmen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes haben. Okay, also als Absteigender haben wir das nicht. Aber wir hätten den aufsteigenden, nee, den aufsteigenden Lichtspeer nicht, aber den Vakuumblitz, den könnten wir uns hier draufpacken. Wir haben noch zwei Windarten, na, dann nehmen wir den Vakuumblitz mit. Und den Hurricane-Stoß. Jo, wieso eigentlich nicht? Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann haben wir das alles vorne liegen. Dann kann ich hier eigentlich mal richtig schön reinscherbeln. Yes, Alvin. Very bad. I don't feel so good. You're mine. I'll heal you. Healing circle. I owe you one. The enemy. Rinwell, schnapp dir mal bitte den Zauber. Danke. Leave the end. Oh. Yeah. And the bubbling to me. Coming through. Und jetzt fackeln wir die mal in Grund und Boden. Hoffe ich. Here, let me help. Ja. Hat er mich doch noch erwischt. Diese fetten Mistviecher hier gehen mir auf die Nüsse. Bist du auch schwach gegen Wind? Nee, nicht wirklich. I'm in your death, Joanne. And tonight's meal is on you. Keep going. The further away, the better. You and I both. So that mystic mercy. Wasser bringt auch jetzt nicht wirklich viel. Wie sieht's denn aus? Kann... Jetzt war ich aber erschrocken, was ich ausgelöst habe. Aber das war Dohalim selbst. Ach, gegen Aufsteigende. Also gegen Luftangriffe primär jetzt erstmal. Aha. Okay. Also so schlimm war es jetzt gar nicht. We got some good equipment. Ein Fluchamulett, huh? To my tastes, personally. Nur gut. Okay. Was haben wir denn hier? Teleport? Jetzt stehe ich aber genau auf dem Punkt, der hier markiert ist. Müssen wir mal gucken, wie wir die Kiste ankriegen, huh? Na, schauen wir mal. Auch das werden wir wohl noch rausfinden. Erstmal hier abbiegen, denn das war auch eine Sackgasse. Das ist auch eine Truhe. Retreat if you know what's good for you. This one's mine. The tempest engulfed me. I can carve through armor. In a bind. Sweet now. Come and face me. Bring on. I'm on the way. I'm on the way. I'm on the way. Okay, funktioniert ja schon mal gar nicht so schlecht für einen Anfang. Na, ah, da wollte ich doch gerade ausweichen. Ich bin mit dem Ausweichen immer zu spät. Das nervt. Nicht Shion, Rinwell, wollte ich sagen. Jetzt hätte ich fast Shion gesagt, schnapp dir mal den Zauber, aber ist ja Käse. Muss ja Rinwell machen. Und ich glaube, das nehmen sie mir beide übel, so eine Verwechslung. Ah, die haben nämlich... So I still had room to grow. Die Mädels haben beide ganz schön Feuer. So große halbmenschliche Klaue, okay. Sehr gruselig. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch ab durch die Mitte hier, ne? Naja, ich krieg mal auch noch. Gotta break through.
Not today! Mega Ray! Catapult! Lotus Fury! Lotus Fury! Dance in the wind! I'll heal you all! Severing wind! Air thrust! An astral arm? That's my cue! Shut him down! Lotus Fury! Sleep now! Coming through! Ha! Melt! Wir scheinen uns bei denen wirklich halbwegs vernünftig durchmetzeln zu können. Habe ich das Gefühl? We work well together. Like a finely timed Commander of Heaven. Phoenix Cyclone. Hold up. Is this as valuable as I think it is? Also mit Winterart, das funktioniert echt ganz gut. Und Erfahrung geben die auch wie Hölle, Alter. Habe ich gerade gesehen. 1300 irgendwas, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Nicht übel. This is all Dana's astral energy. Ach. Are you saying the Renans are funneling it through here to send to Lenegas? Sure looks like it. We have to put a stop to it. Quickly. Du Scheiße. Ja, das klettert sich hier seinen Weg so schön nach oben und wir werden dem folgen müssen. Wie sieht das ja aus? Da geht's weiter und hier ist eine Fläche, die ich mir angucken will. Hallöchen! Aufs Maul! Discourteous, aren't you? Jetzt bin ich mal eben vergiftet, na toll. This ends now. Consider yourself finished. Okay. Bin überrascht, wie gut das funktioniert. I've been doing really great lately. Gut, wir kriegen so viel durch den Bonus. Okay. Fluchbrecher, ha? Aha. Naja, dann lass doch mal weiterschauen, was hier noch kommt. Ah, guck mal, hier haben wir was für Shion. Hol doch mal kurz vom Himmel her. Okay, die sind auch schwach gegen Luft. This ends now! Consider yourself finished! I'll bring you back from death's abyss! Strike! Void blast! Now! Fire. Resuscitation! Frozen! Hammer! Boom! Jawoll! Void blast! Eat dirt! You're mine! Sleep now! Get out of there with the other! Huh. Energy! Do it! Fury. Astral energy! Full throttle! This seems strange. Like it should be among creatures you'd find in a forest. Cut it out! I don't need to hear that! It's gotta be man-made, right? Were it so, it would not be any easier to predict. Remain vigilant. With this, I can become even stronger! Ah ja, stimmt, Grünwelle ist gerade aufgestiegen, hm? Hier liegt was? Zitronengelee, soll mir recht sein. Und dann einmal hier nach oben, oder? Ja, genau, habe ich richtig gesehen. Weil da ist auch der Punkt auf der Karte. War schon richtig so. Nu? Bleibt uns nur eine Wahl. Die da vermöbeln. Ganz einfach, nicht wahr? Okay. Ich brauche erstmal wieder. Oh, violent starting wind.
Orochi Fury! In here! On your knees. You're mine! More for the stockpile! I'll heal you all! Jetzt bin ich vergiftet. Okay. Hat gereicht. We're a pretty lethal combination, aren't we? What can I say? I had a good partner. War das jetzt eine Anmache? I won't forgive you. Take this. Raging Cascade. I'll take you all on. Radiant Blast here. Ruin. Dance in the wind. Air thrust. Radiant Blast in between heaven and earth. I can shatter any steel. I'm not done. Flying freaks. Why can't they just sit still? Sion, can you take care of them? No sooner said than done. Blast Buster. Raging Cascade. Mirage! Take this! You fight better at a distance. The further away, the better. You and I both. Thunder Peel! Orochi Fury! Healing Circle! I'm ready! Astral Energy! Say no more! Jawohl! Hui! So, ja, hier noch. Ja, Shion, hol den doch mal vom Himmel. Was machst denn du? Orochi Fury! Lunar Corruption! Magic is there! Gemini Aqua! Do it! Ja, da ging er schon down. Well then, let's keep moving. Boosterangriff war da gar nicht mehr nötig. Hä? Tja, hier haben wir drei Ausgänge und nun? Mal gucken. Schauen wir uns mal auf den Leitern um und dann sehen wir mal weiter. Naja, hier oben ist nicht weiter. Na, hier funkelt was. Ein Ananas-Gelee. Ja. Das ist jetzt schon mal nicht so verkehrt. Guess I misread the landing. Und hier? Geht's hier weiter, oder? Na, sieht nicht so aus. Hier gibt's nur noch mehr Kloppe. Aber da hinten wächst was. Und jawohl. Selbstverständlich leben sie alle noch. Thanks for the healing. Watch yourself, okay? Yeah, you too. So. Hau mal drauf. Danke. You too much. May a thousand gales carry you to shreds. Hat er mir ein Bein gestellt? Ich glaube ja, wo es hackt. Na, jetzt bleibt halt hier. Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Los, komm, komm. Jawoll. Say no more. Well done. More turn. Air pressure. Sleep now. Resonate with the earth. Destroy the last mine! The water is magic! Do it! This ends now! Consider yourself finished! Jawohl! Geht doch! Your flame, oh! Technique. We're stronger together than we are apart. Im Ernst jetzt? Jetzt bin ich da runtergefallen. Ich glaub ja, wo es hackt. Also, noch ein Versuch. Hopp, jawohl. Für einen roten Lavendel. Ach Quatsch, nicht Artis, was mache ich hier denn? Roter Lavendel. Verstärkt den Angriff deutlich, ja, ja, Shion. Gar keine Frage. Und komme ich zurück? Jawohl. Gut. Das bedeutet aber,
Hier geht's weiter, sozusagen. Mal an. Dann lass uns doch erstmal hier hinten umgucken. Was? Umschlungen von Astralenergie. Ich habe es Umschulungen gelesen. This place definitely isn't easy to navigate. That's for sure. I doubt this structure was conceived with the ease of people's movement in mind. Yeah. We've been seeing nothing but Zugul nests. It's almost as if we're inside an incredibly immense spirit vessel of some sort. A spirit vessel? If that's the case, then that would make Lenegus the master core that's receiving all the astral energy. Hey, have you heard that voice again since we came in here? Oh, so now you believe me. I never said I didn't believe you. The further in we go, the stronger the voice gets. Is that a sign we're going the right way then? Where's this voice coming from? Can you tell? Yeah, kind of. I hear it inside me, but I feel like it's also coming from every direction around us. It's hard to describe. It's almost like it's surrounding me. Surrounding, huh? Die haben hier Surround Sound? Considering astral energy is involved, it's not that unusual. Right. Echt? But it's not scary or anything. Listening to it is really soothing. If you think so, just promise you'll say something if the voice gets too clingy or anything. I promise. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal hier in den Räumen hier hinten rum. Und vermöbeln die. Go no further! Orochi Fury! Renvel, schnapp dir mal, danke. Ja, kleinen Moment mal hier. So, jetzt aber. Not today. I'm ready. This ends now. Na, aber sowas von jetzt. Geht doch. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Ah, stimmt eigentlich, ne? Wir haben keine HP mehr und nicht. Stört mich zwar schon wieder ein bisschen, dass das jetzt schon losgeht. Aber gut, okay, wir haben 6 Ananas-Gelees. Dann lass doch einfach mal eins nutzen. Was soll's. Gut. Ist also, wenn du 2 Heiler im Team hast. Diese verdammten Mistviecher. Dualim, kümmere dich mal, dass der stehen bleibt. Na also. Kisara, kannst du nicht auch da vielleicht was machen? Ja, mehr oder weniger, ne? Ah, ist mir immer wieder ein Vergnügen mit Kisara. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Können wir hier was machen? Ja, wir können. Durchaus. Okay. Ein Ausdauerring. Solid equipment. Oh, maybe. Gut, aber da würde ich sagen, bevor wir uns mit denen dort auseinandersetzen und uns weiter hinauf, vermutlich bis zur Spitze des Keils,
wie er so schön genannt wird, kämpfen. Machen wir eine kurze Pause und sehen uns beim nächsten Mal hier weiter um. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!